Hallo und willkommen bei den How-To-Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr in euer Motorola Moto G54 eine Micro-SD-Karte zur Speicherplatzerweiterung einsetzen könnt. Es gibt von diesem Smartphone zwei verschiedene Optionen, einmal die 128 GB-Variante als auch die 256 GB-Variante. Wir haben jetzt die 256 GB. Es kann natürlich sein, dass euch das trotzdem nicht reicht als Speicherplatz oder ihr möchtet eben Bilder und so weiter gerne extern lagern und habt dann natürlich auch ein gutes Transportmedium, um diese auf eure Laptop oder was auch immer zu spielen, und eben durch eine MicroSD können wir den Speicherplatz dieses Gerätes auf bis zu 1 Terabyte erweitern. Wir haben jetzt hier nur so eine mit 32 GB, aber wir zeigen euch jetzt auf jeden Fall einmal, wie man die einsetzt. Und zwar drehen wir unser Gerät einmal so zur Seite und haben hier ja den SIM-Kartenhalter und da befindet sich auch der Slot für die MicroSD-Karte. Denkt aber daran, wenn wir den jetzt rausholen, müsst ihr im Anschluss eure SIM-PIN neu eingeben, also habt ihr auf jeden Fall zur Hand. Wenn wir hier einmal reingestochen haben, kommt der SIM-Kartenhalter auch schon hervor und den können wir jetzt ganz einfach rausziehen und haben hier neben dann den Slot für die MicroSD-Karte, die wir dann ganz einfach einsetzen können. Das klackt dann auch so ein bisschen, also die sitzt dann auch fest und dann können wir das Ganze auch schon wieder zurückschieben. Jetzt muss ich wie gesagt meine SIM-PIN eingeben und kann das Ganze jetzt nochmal in den Einstellungen kontrollieren. Und zwar hier unter Speicher, da sehe ich dann einmal meinen Gerätespeicher, 256 GB insgesamt. Und wenn ich dann hier auf den kleinen Pfeil klicke, kann ich meine SD-Karte sehen, klicke da drauf. Und siehe da, hier habe ich insgesamt 32 GB verfügbar. Das war es auch schon zum Thema MicroSD-Karte auf eurem Motorola Moto G54. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Dann hinterlasst uns sehr gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Bis dann, tschüss!